Es ist Nacht und heute Nacht geht es dem Strategen an den Kragen, wenn ich mich nicht täusche. Dafür müssen wir allerdings erstmal zusammen mit Sam Fisher einen Plan ausarbeiten. Deshalb besuchen wir ihn jetzt in seinem schicken Wohnbunker. Oh, was haben wir denn hier? Er hat ein bisschen Besuch hier, so wie es aussieht. Was gefunden? Ja, Baupläne, auf denen ein Eingang zu sehen ist. Hast du, was wir brauchen, um den Strategen auszufliegen? Ich habe ein paar Leute des Strategen unter Druck gesetzt und sie haben mir einiges erzählt. Die Baupläne zeigen einen Notfallfluchtweg. Wir müssen den Laden hermetisch abriegeln, sonst entkommt uns der Stratege noch. Ich habe Zugangscodes bei einer meiner Plauderstündchen erhalten. Abriegeln sollte kein Problem sein. Gut. Außerdem müssen wir die SAM-Abschussrampen ausschalten, bevor wir die Paladin für die Extraktion rufen. Die Ingenieurin Holly McKenzie hat sich bereit erklärt, den Drohnenschwarm auszuschalten, der Aurora bewacht. Meld dich bei ihr, sobald du abflugbereit bist. Sie kann dir 10 Minuten verschaffen. Danach bist du auf dich gestellt. Alles klar. Ich komme an den Strategen ran, aber ich brauche eine Ablenkung. Wird gemacht. Was immer nötig ist, mir egal. Je schneller das läuft, desto schneller bekommen wir Meides. Denk dran. Langsam ist geschmeidig und geschmeidig ist schnell. Lass dich von deinen Gefühlen nicht in die Falle locken. Mach dir keinen Kopf. Ich habe alles im Griff. Gut. Wir sehen uns an der Basis. Also los. Langsam ist geschmeidig und geschmeidig ist schnell? War das nicht schnell ist langsam und langsam ist schnell? Naja, ist beides korrekt, schätze ich. So. Ich möchte jetzt gern erstmal diese Wolves hier ausschalten, damit wir mit dem Heli ganz entspannt fliehen oder hin zum Einsatzgebiet fliegen können. Ich sehe sie allerdings nicht. Also können wir den Heli schnappen und dann geht's ab zum Einsatzgebiet. In einem der Fjorde. Mit starker Flugabwehr. Okay, bin gespannt. Ich sehe. Ich würde sagen, da troppen wir einfach mit dem Fallschirm runter. Bleiben Sie unentdeckt, um die Basis des Strategen infiltrieren zu können. Schaffen wir, oder? Schirm ist offen. Bin ich falsch? Finden Sie das Sicherheitsterminal im unteren Bereich des Hafens. Oh, verdammt. Ich schaue mir erstmal an, was hier oben noch so gibt. Ob hier oben auch Gegner sind. Sieht nicht so aus, als wären hier oben Gegner. Auf der anderen Seite allerdings. Was ist das hier? Nichts. Okay, wir haben das Sicherheitsterminal gefunden. Ein Mini-Raid-Boss.
Sieht so aus zumindest. Okay, das wird spaßig. Also jetzt erstmal nochmal runter. Ne? Gut, kriegen wir hin. Und aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Vielleicht können wir von hier oben aus ja schon ein paar Feinde ausschalten. Wenn ich welche sehe. Treffe ich von hier aus nicht, verdammt. Ist zu gefährlich. Ist zu gefährlich. Oh, oh, das ist schlecht. Uiuiui, knapp. Nicht darunter rutschen. Bleib stehen. Ich habe die Hände von der Tastatur weg. Oh, oh, verdammt. Oder? Oh ne, guck mal, wir leben noch. Geil. Das heißt, müssen wir nur aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Ich ziehe meine Nachtsichtbrille auf. Ich hätte jetzt tatsächlich lieber die grüne Nachtsicht, denn Menschen können sehr, sehr viele Grüntöne unterscheiden, Grautöne nicht so sehr. Wechselaufpistole. Ja, den haben wir abgelegt. Unentdeckt bleiben, bis das System gehackt ist. Ja, danke schön. Genau das habe ich gebraucht. Feuer auf mein Kommando. Mein Ziel erfassen. Ich weiß nicht, was die mit den Gefangenen machen, aber irgendwie hat sich ab diese Scheiße in Guantanamo gesehen. Oder nicht sowas. Ich könnte jetzt in meiner Hütte. Alles sauber. Hatten da hinten noch drei Gegner, habe ich eben gesehen. Ich sehe sie jetzt alle. Oh, nicht mehr so. Sollten halt noch Möglichkeit auch keine Feinde entdecken, die bereits tot sind. Zwei Feinde, ne? Okay. Was? Wer? Wer hat das gesehen? Verstehe ich nicht. Hei, 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 das war knapp. Ich wusste doch, dass da drei sind. Verdammt. Ich hätte mich sollen auf meine Intuition verlassen. Und auf das, was ich weiß. Okay, so. Schauen wir mal. Sam ist bereit, das Feuer zu öffnen, falls sie entdeckt werden. Okay, Sam ist auf Overwatch. Sehr schön. 4 Sam-Raketen zerstören, um den Weg für die Paladin frei zu machen. Und das Funksystem hacken, um die Anflugroute an Sam zu übermitteln. Das klingt nicht allzu schwer. Allerdings müssen wir erstmal schauen, wie wir da hinkommen. Gibt es da noch eine bessere Möglichkeit als hier über die Treppe? Da haben wir das Terminal. Ich glaube nicht, dass wir hier besser hinkommen als über die Treppen. Okay.
auch noch einer irgendwo. Wo ist der? Ach, da oben. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Bestimmt irgendwo eine Leiter. Oh, da ist er. Hier ist noch einer. Gerade gesehen. Feuer auf mein Kommando. Freund hat gesehen, wie sie diese neuen Drohnenprototypen getestet haben. Er schwört, dass keine Armee irgendwas gewinnt. Bereit, Kunstlied. Meiner Seite ist nicht. Ich überlebe, soll man übernehmen. Ja, Fury, sehr gut. Mein Ziel erfassen. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Feuer auf mein Kommando. Sehr gut. Die haben wir. Okay, hier scheint alles sauber zu sein. Auf dieser Seite. Ja, da macht mir ein bisschen Sorgen. Jetzt nicht mehr. Sorgen macht mir es nur noch, dass er entdeckt werden könnte. Laser. Schon wieder. Die Patrouille da oben könnte gefährlich werden. Schaut zuerst mal danach. Da unten ist der Raketenschützer. Das ist ja gut. Das war es. Meine Herren. Scannen. Einer da unten. Das war alles? Ne, da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Dann schalten wir mal die Flugabwehr aus. Hat sehr gut geklappt. Bin sehr stolz auf mich. Ich glaube, da oben sitzt Sam. Ja, da ist er. Nachtsicht ist alles besser. Nachtsicht ist da. Verdammt, da drüben ist auch noch eine Flugabwehr. Nummer 2 deaktiviert. Zerstören muss ich sie ja nicht unbedingt, ne? Deaktivieren reicht. Perfekt. Zerstören ging natürlich einfacher und schneller. Ist aber auch lauter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Mission bisher noch nie geschafft, ohne entdeckt zu werden. Da hochkommen wir über diese Brücke. Mit ein bisschen Glück zumindest. Los,
das ist nicht die Brücke. Dahin, oder? Ich glaube nicht. Da ist eine Leiter. Ach, so kommen wir dahin. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. So, wenn wir schon mal auf dem Rückweg dahin sind, können wir auch zuerst gerade das Funkding hacken, Funksystem. Funksystem erfolgreich gehackt. Noch eine SAM und dann haben wir's. Geil. Richtig, richtig geil. Oh Gott, ich liebe diese Mission. Zumindest bis zum Bossfight. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was für ein Pain das war, was für ein Krampf das war, dieser Bosskampf ohne HUD auf Extrem zu spielen, als es die KI-Kameraden noch nicht gab. Übel. Der Bosskampf war, bin ich mal gespannt, ob er mit KI-Kameraden einfacher ist. Die Blue, die Sams wurden zerstört. Jetzt die Kavallerie. Was zum Teufel war das? Ich schau's mir mal an. Warten Sie mit dem Abschalten des Schwamms. Moment, Nomad, es ist zu spät. Bin gleich zurück. Midas hat Ärger am Hals. So, wir kommen. Ah, über die Brücke. Genau, ich erinnere mich. Jetzt gibt's einen. Ja. Pseudo-Raid-Kampf quasi. Da brauchen wir EAC-4 als... Nee, EMP-Granaten brauchen wir. Und zwar MK3. Ja, komm. Die dicken Dinger direkt. Gut, Fernglas brauchen wir auch nicht. Können wir da auch die MK2s noch einpacken. Ich bin gespannt, denn in der Zwischenzeit wurden auch die Flugdrohnen genervt. Von denen bei diesem Kampf einige kommen. Ja, ich bin gespannt. Sehr sogar. Claw-Prototyp ist definitiv einsatzbereit und es ist ein Biest. Wir müssen sie ausschalten, bevor die Paladin in den Luftraum von Aurora eintritt, sonst schaffen sie es nicht. Huch, plötzlich ist es Tag. Wie konnte das denn passieren? Naja, ich bin ungefähr, keine Ahnung, schon... Ich hab das Ziel und bin in Position. Ja, wunderbar. Ich warte nur auf den richtigen Moment für den Angriff. Verstanden. Ich habe noch ein paar Fliegen zu klatschen, aber das sollte nicht lang dauern. Ich bin ungefähr 10-mal schon gestorben. Und zum letzten Mal jetzt gerade
Weil Nomad von da oben keinen Fallschirmsprung machen wollte, sondern gemeint hat, er springt halt einfach runter. Egal wie gut sie kämpfen, sie können niemals gewinnen. Und da bin ich gestorben. Und es war nur noch der letzte Endgegner war da, die Behemoth, beziehungsweise Byleth, diese Gas-Behemoth. Das war das letzte, was ich noch besiegen musste. Darum wollte ich runter und dann, ja, Nomad meinte, er müsste da runterspringen. Teamkameraden waren alle tot. Naja. Okay, so. Sie sind ein Relikt, Nomad. Sie gehören ins Museum. Ja, doch. Die Zukunft ist hier und sie wird sie töten. Da wollte ich runterspringen. Team, Feuer frei. Feuer Und er ist halt einfach so drüber, wie er das halt so macht, wenn er nicht falsch umspringt. Überhaupt nichts sauber. Team, Feuer frei. Feuer frei! Eröffne das Feuer! Alles klar, eröffne Feuer. Macht halt nichts, ne? Hat auch jetzt. Das war's. Du solltest erst sogar die zweiten Relais haben. Ja, bin schon unterwegs. Einmal nachladen. Team, Feuer frei. Schießen, schießen! Damit die Drohnen da verschwinden. Oder zumindest andere Ziele haben. So. Jetzt wird's lustig. Kann man nicht kaputt machen? Okay. Ja, ja, scheiß auf den Schalldämpfer. Kann ich vielleicht... Ah, von hier kann ich runterschießen. Oh, Feuer frei. Sagte Team Feuer frei. Feuer! Schild, bin verletzt und das Gas kommt. Ah, es hat halt so üblen Radius. So einen üblen Radius. Das war's hier. Ich bewege mich zu deiner Position. Vasili ist verloren gegangen. Ja, ist mir klar. Schalt es aus. Und da liegen wieder alle Kameraden. Wie bei meinem letzten Versuch auch. Panther und Dingens wären ganz gut hier. Panther und Medic. Seht ihr diesen riesen Radius? Dieses hellrote da. Das ist übel. Und vielleicht, na, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich mich jetzt runterschleichen. Also wenn die Flugdrohnen jetzt hochkommen, dann war es das komplett. Oh shit! Warum sage ich denn was? Warum habe ich das gesagt? Keine mehr da.
Eigentlich sehe ich nicht, wo das Gras ist. Oh, ich bin mittendrin. Oder? Ja. Toll. Oder? Hier. Geht noch, ne? Halte durch. Alles klar. Wo liegt denn Vasili? Oh! Gas. Dieser dunkelrote Radius ist nur der Aufprallradius, ne? Wenn die aufkommen, dann gibt es hier noch einen riesengroßen hellroten Radius, wo sich das Gras ausbreitet. Und der ist halt einfach viel zu übertrieben. Sehr gut. Warum hat sie ihn nicht wieder belebt? Mach ich das eben? Oder geht's jetzt? Na, und wieder zurück. Mach keine Sachen, Fury. Mach keine Sachen. Ja, nicht schon wieder. Es bleibt doch nicht einfach im Gas sitzen. Ja, genau, er läuft durchs Gas und jetzt fällt er gleich um. Wollt ihr zugucken, wie er umfällt? Nicht umgefallen? Ah, okay, gut, dann war das Gras gerade dabei, sich aufzulösen. Gut. So, ich zerstöre erstmal das zweite Ding da. Das letzte meine ich. Damit zumindest. Oh nein. Damit zumindest die kleinen Drohnen nicht mehr respawnen. Kann ich hier durchschießen? Geht das? Ja, sehr gut. Team, Feuer frei. Schießen, schießen! Selbst wenn sie Klor zerstören, halten sie das Unvermeidliche nicht auf. Die Zukunft wird kommen. Unsere Zukunft. Unser Wunderland. So, genau so weit war ich vorher schon mal. Beim letzten Versuch. Jetzt bleibt er wieder im Gas stehen und rennt rein ins Gas. Mein Gott, warum machst du das? Oh scheiße, ich stehe auch im Gas. Das Problem ist halt, dass man diese hellroten Kreise kaum sieht. Legen wir los. Team, Feuer frei. Feuer frei! Eröffne das Feuer! Okay, Boss. Das wurde beschädigt. Es wäre schön, wenn ihr die Drohne mal komplett lahmlegen würdet. Das geht in Deckung. Boah, ja, noch mehr. Warte, kein Problem. Verdammt, hab keine Raketen mehr. Jetzt hab ich gebraucht. Yuri braucht Hilfe. Ziele erledigt. Probieren unter deiner Position. Mist, Vasili getroffen! Wie Ziele erledigt. Das wird so nix, ich muss da runter. Geht schon wieder. Ich versuch's jetzt nochmal, da Fallschirmsprung zu machen. Angetroffen! Ich hoffe, das klappt diesmal. Ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Aber das kann ich nur machen, wenn die Teamkameraden nicht alle tot sind. Was hier. Ah, okay, jetzt sind sie es nicht mehr. Die müssen zu mir kommen. Shit. Bitte. Ja. Aber nicht ganz runterfallen. Oh shit. Jetzt bin ich hinter der Absperrung, ne? Prima. Ah, weg hier. Bin wieder okay. Mann, dieses Gas. So ätzend. Team, zu mir. Zu mir. Bewegung. Okay. Jetzt geht's wieder. Oh shit, ich bin ja mittendrin. Ah, kein Geld, keine Heilung mehr, wollte ich sagen. So, und jetzt Team Feuer frei. Vasili wurde erwischt. Geht nicht, verdammt. Hat nicht geklappt. Oh, da geht's jetzt so. Zeig's ihn. Oh, guck mal. Oh, wo soll ich denn jetzt noch hin? Na prima. Überall wird das Gas sein, wieder.
Wie ich diese Byleth hasse. Ganz am Anfang, als diese Gasdrohnen eingebaut wurden, fand ich sie echt cool. Ja, genau. Wo soll ich denn noch hin? Da keine Chance. Da irgendwie aus dem Radius rauszukommen. Das ist eine echt krasse Kampfmaschine. Aber weißt du was? Ich baue mir jetzt mal noch hier Heilung und Bandagen. Wäre echt blöd jetzt nur wegen dieser Restriktion hier zu sterben zum 100. Mal. Na toll. Ich muss hier weg. Fallschirm. Da unten haben wir ja alle Gegner getötet. Schön Stealth. Das war ja geil. Vielleicht kann ich mich jetzt hier ein bisschen verarzten. Kameraden sind alle tot. Wieder mal. Ah nein, doch nicht. Sehr gut. Muss ich nur wieder neu da hochgehen. Ich hätte echt gern... Kann ich mir... Habe ich keine Materialien für Rakete? Nein, leider nicht. Komm, wenn wir gerade dabei sind, nochmal neu. Hier, zack, zack. Ah, ja. Hier sitze ich schon seit über einer Stunde hier dran. Und in 10 Minuten ist die Festplatte schon wieder voll. Der Wahnsinn. Komme ich darüber dann auch da hoch? Ich glaube nicht, ne? Oh Gott, wie ich diese Drohne hasse. Wenn ich sie vorher nicht gehasst habe, hasse ich sie jetzt. Oh Mann, oh Mann. Wir müssen das noch hinkriegen. Noch. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Scheiße. Die fliegt nicht weit genug. Au. Einer wurde getroffen. Oh, nicht schon wieder. Raketenmann. Vassili, mein Held. Applaus für Vassili. Oh, Vassili, du und dein Superschuss. Perfekt. Oh, Vassili, ich könnte dich knutschen, könnte ich dich. Eieieiei. Was ein Krampfkampf. Ich meine, ihr könnt ja sehen, wie lang die Folge jetzt geschnitten ist. Ich kann euch sagen, die Aufnahme läuft jetzt seit einer Stunde und genau jetzt 6 Minuten. Eine Stunde, 6 Minuten. Da könnt ihr sehen, wie lang ich hier gebraucht habe. So, wohin? Was los? Da hoch. Amen. Meides, wir kommen. Vassili bekommt eine extra Belobigung. Heilige. So, Stratege, das war's. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg. Ich will Immunität. Ich will jemanden von der Regierung sprechen. Ich habe Informationen, wertvolle Informationen. Einigen wir uns. Was? Was geht hier vor? Was zum Teufel? Das Spiel ist aus.
Sie glauben, Sie können mich aufhalten? Sie sind die alte Welt. Ich kann eine ganze Armee mit meinen Gedanken steuern. Ich bin die Zukunft. Schon besser. Bekommst du jetzt die Freigabe für einen Bodenangriff? Mach du hier weiter Druck. Ich sorg dafür, dass ihr vor die richtigen Leute in Washington kommt. Davon abgesehen, habe ich gelernt, nie was zu versprechen. Weißt du, bei Echelon gibt es sicher einige, die einen Schlangenfresser wie dich gerne kennenlernen würden. Ja, das wird wohl erstmal warten müssen. Ich habe hier noch so einiges zu erledigen. Stimmt. Nur das zählt. Lass niemals einen Bruder zurück. Okay. Wo ist Midas? Finden Sie Midas. Ja. Finden Sie Midas. In der Nähe. Der Stratege hat Midas für die Kalibrierung von Claw eingesetzt. Er muss also in der Nähe der Aussichtsplattform sein. Hier? Aufzug? Der Nähe der Aussichtsplattform. Das hier ist die Aussichtsplattform. Warum ist hier eine Tür? Irgendwie ist hier alles ein bisschen kaputt gerade. Also ich hätte ja hier vielleicht. Vielleicht noch oben? Ich gehe nochmal hier hin. Drücke E. Passiert nichts. Drücke hier E. Nein, da passiert nichts. Okay. Aber ich bin hier gestartet. Da unten ist auch noch sowas. Vielleicht ist er dort. Midas. Ich komme vielleicht. Auch nicht. Bevor ich jetzt ewig hier rumsuche, wo ich E drücken kann und wo nicht, schalte ich mal gerade das HUD an für Eingabegedöns. Steuerungshinweise zu Fuß, genau das meine ich. Hier kann nicht E gedrückt werden. So, dann gehen wir nochmal da hoch schauen. Ein Fundstück. Nehmen wir das doch mit. Eine Bestechungsliste. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich da hoch, ne? Wenn es da unten nicht ist. Das ist nur Lüftung. Ich meine, ich glaube nicht, dass man nur... Ach, guck mal, da oben ist der Punkt. Okay, gut. Ganz da oben. Gut, dann mache ich die Steuerungshinweise zu Fuß wieder aus. Die nerven mich. Ups. So. Ach ja, Midas, ich komme. Midas. Ich hab deinen Schal. Holy shit. Was ist das denn? Ist das Midas? Das ist Midas. Midas. Alter Schwede. Midas! Komm schon. Du und schon. That's not how chest compressions work. Hey, guck mal, wer hier ist. Holt? Verdammt schön, dich zu sehen, Bruder. Danke, Boss. Du siehst scheiße aus. Ja,
Du siehst auch nicht besser aus. Also, die haben mir echt wehgetan. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ausgehalten hätte. Wo ist Weaver? Er hat's nicht geschafft. Hey, es gab nichts, was wir hätten tun können. Er war ein guter Mann. Der Beste. Aber der Einsatz geht weiter. Euch hat's beide übel erwischt. Aber ich werde auf jeden Fall eure Hilfe brauchen. Wie sieht's aus? Gut. Denn das hier ist noch nicht vorbei. Ah, gerade rechtzeitig. Denn nur noch eine Minute, dann ist der Datenträger voll. Dann verabschiede ich mich jetzt aus dieser Episode 2 in der nächsten Folge Events oder Episode 3. Schauen wir mal. Ja, bis dahin, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Ja, Midas ist zurück. Yeah, geil. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.